Leute, falls ich in diesem Video nicht so gut drauf bin, liegt daran, also was in dieser letzten Runde bei mir passiert ist, Alter. Und Spaß, es war einfach so asozial. Ich habe niemanden so asozial gesehen, aber das werdet ihr in diesem Video erfahren. Ja, es geht erstmal los. Ich gehe zu einem Gegner hin. Falls ihr euch fragt, warum ich so nah zu den Gegnern gegangen bin, ich dachte, weil ich habe so eine Mission Nahkampfschaden und Nahkampfeliminierungen. Und jetzt. Das ist das Ding, ich schiel mich kurz, weil ich habe da vorne einen Gegner auch gesehen. So. Da kommt er. Ich hatte auch eine Herausforderung. Es buggt ein bisschen. Er schießt Gegner mit Pistolen ab. Und das habe ich hier gemacht. Und der Gegner läuft echt weg. Ich dachte mir, okay, gut, vielleicht will er sich healen oder so. Aber er läuft tatsächlich in ein Auto, fährt weg. Ich denke mir so, okay, Bruder, wenn du es auf diese Art willst, ich schieße ihn dann nochmal ab. Und dann denke ich mir, Bruder, wenn du es auf diese Art willst, dann kannst du es gerne haben. Schnapp mir auch ein Auto. Fahr hinterher. So, dann fahre ich halt hinter ihm her. Denke mir so, wo ist er? Wo ist er? Er ist hier lang gefahren. Ich habe ihn tatsächlich nicht mehr gesehen. Aber ich dachte mir, Digga, wo ist der Typ? Der lebt nicht mehr lang, habe ich mir so gedacht. Dann fahre ich hier. Natürlich der beste Autofahrer der Welt, ihr seht's. Dann fahre ich hier lang. Tatsächlich. Und dann passiert das. Einzig Wahre. Der Gegner ist beim Slurp Truck. Ich schieße ihn ab. Er gönnt sich den Slurp Truck. Steigt wieder in sein Auto. Fährt davon. Da denke ich mir schon, Bruder, kann man wirklich so ehrenlos sein und so bescheiden? Ich steige wieder in mein Auto ein. Und denke mir auch nur so, Bruder, ist das gerade dein Ernst? Das ist wirklich. Und es war wirklich nicht mehr feierlich. Guck mal, da verfolge ich ihn gerade noch knapp. Er hat sein Auto gewechselt. Dann schießt mich ein anderer ab. Der Typ flieht noch immer. Ich töte den anderen. Ja, weil das war leider ein Bot. Und ich musste ihn mit meiner Pistole killen. Und dann ein Headshot Boots. Da dachte ich mir nur nix. Und dann dachte ich mir, okay, Bruder, dieser andere Typ, der ist wirklich ein richtiger Vollhonk. Den hole ich mir auch noch. Steigt zurück in mein Auto. Und ja, Leute, ich mach kurz Schnitt, bis wir, dass ich wieder bei der nächsten Ding sind. Leute, zurück in Sweaty Sands. Ich steig aus, weil ich will noch mal mit dieser Dingsfahrerin reden für meine Sammlung. Dort, der Gegner nimmt sich diese dicken Reifen, fährt wieder davon. Ich denk mir nur, Bruder, was bist du denn für ein Spasti? Steig wieder in mein Auto, fahr ihm wieder hinterher. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt kriege ich Einladung. Und da dachte ich mir, es ist wirklich nicht mehr feierlich. Fahre ich ihm halt nochmal hinterher. Da vorne sieht man ihn. Gerade wegfahren. Da dachte ich mir, Bruder, dieser Typ ohne Spaß. Es ist wirklich, er ist nicht lost oder irgendwie sowas. Okay, gut, lost ist er auch. Aber am meisten war es, es war einfach nur, es war wirklich, das Ding war, ist einfach nur, der Typ ist einfach nur, das ist einfach. Ich dachte mir einfach, Digga, das kann doch nicht wahr sein. Weil das ist auch nur. Das ist einfach übelst fies. Also, mir fällt das Wort gerade nicht ein, weil ich bin auch komplett zerstört nach dieser Runde. Guck mal, da vorne ist er. Guck mal. Er steigt aus seinem Fahrzeug. Gönnt sich nochmal ein bisschen Loot. Steigt wieder ein. Ich versuche ihn da zu fahren. Bin schon richtig verärgert. Und er fährt wieder weg. Ich bin ihn tatsächlich auf der Schliche. Guck mal, da vorne fährt er. Und ich denke mir nur so, Brudi, ey, das ist wirklich so einfach ärgerlich, was der da macht. Das ist auch nicht schön oder irgendwie sowas. Dachte ich mir. Gut, warte, hier sieht man nichts. Guck mal, er springt da runter. Ich folge ihm natürlich. Weil ich war auch heiß auf den Kill, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem, wie kann man so, so. Oh Gott, ich verstehe es noch mal nicht, ne? Das ist. Es ist. Guck mal hier. Dann dachte ich mir, Bruder, warum fährst du jetzt ins Meer? Weil der ist da in Richtung Meer gefahren. Ist er im Wasser? Ich bin auch im Wasser. Mein Fahrzeug hatte allerdings leider keinen Treibstoff mehr. Da bin ich ausgestiegen. Genau, weil da hatte mein Fahrzeug keinen Treibstoff mehr. Okay, es buggt wieder ein bisschen. Tut mir leid. Schieße ich ihn an. Ich treffe ihn sogar sehr, sehr gut. Immer Achterhit mit der Maschinenpistole. Da hatte ich keine Maschinenpistolen-Munition mehr. Da fährt er gerade weg. Ich nochmal mit meinem Sturmgewehr ein bisschen draufgebreddert. Und dann er fährt einfach weg und er ist weg. Ich habe ihn tatsächlich lange nicht mehr gesehen. Er war einfach weg. Und dann dachte ich mir, Bruder, wie kann man denn so ehrenlos sein, dass man einfach gar nicht gönnt? Und Leute,
guckt euch dann an, was einfach, keine Ahnung, 10 Minuten oder so später passiert. Oder ich, nee, ein bisschen weniger als 10 Minuten später. Bis gleich. So, Leute, hier bin ich wieder in Bonnie Burbs. Und ich diskutiere gerade über das ganze Thema. Ich denke mir nur so, Bruder, warum dieser Typ ist wirklich ein Vollhonk? Dass ich den auch verloren habe am Ende. Und dann, ich diskutiere gerade da selber mit mir rum. Und ich denke mir gerade so, Junge, nach dieser Runde, ich mache direkt ein Video dazu. Weil es kann es doch nicht sein. Tut mir leid, es buggt wieder ein bisschen. Und dann passiert einfach das hier. Und dann passiert einfach hier. Einen Moment bitte. Dann passiert einfach das hier. Gönnt euch. Oh, okay, gut, was heißt gönnt euch? Aber dann passiert hier das hier, guck mal. Ein Gegner, den ich leider nicht kenne, hat sich ein neues Auto bestellt. Und da denke ich mir nur, Bruder, ist der gleiche. Und ich glaube, es war der gleiche und es war auch der gleiche. Ich wusste nicht mal, ob der Typ einen Skin hat. Am Ende hat sich herausgestellt, dass er keinen Skin hatte. Und da habe ich ihn tatsächlich... Ich hatte sogar eine epische Scar da. Und da dachte ich mir, Bruder, ey, ganz ehrlich, ich wollte sogar, um ehrlich zu sein, sogar die Runde liefen. Weil mir hat es wirklich halt gar nicht gebockt, da einfach weiter zu spielen. Bei so einem Vollhonk. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, schreibt gerne in die Kommentare, ist euch das hier schon mal passiert? Was ich in diesem Video versuche festzustellen. Da fahre ich dann mit dem Boot hinterher. Und ich laber jetzt noch was, weil er ist gleich tot. Und ja, tatsächlich habe ich ihn Risky dann getötet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass er das tatsächlich die ganze Runde von mir weggelaufen ist, das war er nicht, das ist er nicht, Leute. Das ist er nicht gewesen. Dass er die ganze Runde von mir weggelaufen ist, hat er mir schon einen gute Hits gegeben. Da drehe ich um, weil ich sehe da noch auf meinem Radar da so einen Gegner. Und guck mal da, wartet. Guck mal. Da ist er. Da ist der Übeltäter im No-Skin. Ich steig aus, denk mir, ist es er? Okay, er ist es. Und dann, also wie gesagt, Romaniv oder irgendwie sowas 565. Also wie gesagt, Bruder, an dich. Du bist einfach nur, guck mal hier. Hier ist sogar sein Auto, das er abgestellt hat. Also wie gesagt, an dich, Bruder, ohne Spaß, das war richtig Kackaktion von dir. Also sorry. Ja, Leute. Wenn ihr ihn melden wollt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn melden wollt, aber das war wirklich das war keine schöne Aktion, Leute, auf jeden Fall. Keine Ahnung, macht was ihr wollt, meldet ihn, wenn ihr wollt, aber ihr müsst jetzt nicht unbedingt. Ist mir jetzt auch egal. Leute, bis dann. Ciao.